So, wie die Natur immer einen Weg findet, findet ihr auch einen Weg in diese Videos rein. So, hallo Freunde der Spiegeltouren, willkommen zurück bei Jurassic World Evolution. Uns ist leider was abhanden gekommen. Ich habe die Sicherheitszentrale noch gar nicht aufgemacht, oder? Wir sollten den Alarm auslösen und euch wieder zurückschicken. Weil dieser Spinosaurus gerade nervt. Und es hat damit zu tun, dass er einfach nicht genug Grasfläche hat. Weil der Stegosaurus ist in Panik. Oh, wo wegen dem Helikopter? Oder wegen dem Alarm? Jedenfalls eigentlich sollte es nicht der Fall sein, dass der hier in dem Gehege irgendwelche Probleme macht. Aber vielleicht sollten wir noch ein neues Gehege machen, was ein bisschen größer ist. Sodass es für ihn angenehmer ist, da drin zu leben. So, alle Schutzräume auf. Hatten wir nicht zwischendurch mal die Dinosaurier betäubt hinten? Ja. Ich habe sie nur nie geholt. Transport im Gange. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Hole Produkt ab. Sollte es noch einen geben. Transport hat begonnen. Alles super. Rüber, rüber, rüber. Zustellung wurde abgeschlossen. Produkttransport wird... Da ist noch ein einsamer... Bestätigt. Übrigens super, ich habe noch keinen einzigen Dinosaurier ausgebrütet. Liebe Gäste, kommen Sie bitte wieder raus. Sie sind sicher für die nächsten 5 bis 10 Minuten. So, jetzt hat er genug Grasland. Aber ich glaube, es ist wirklich wegen diesem Engpass hier. Da kann der nicht vernünftig drin leben, das ärgert ihn. Das geht nicht weit genug nach hinten. Beginne Produkttransport. Hoffen wir jetzt einfach, dass nach und nach neue Gäste kommen. ACU-Zentrale, da hatten wir die Erweiterung schon gebaut. Es fehlt mir aber auch noch am Betriebsgebäude wie die Expeditionszentrale. Die passt da zum Beispiel nicht hin. Ja, gefühlt sollte das eigentlich dahin passen. Moment, wir müssen Saft darauf geben. Strom sind noch übrig. Habt ihr den letzten erwischt? Produktzustellung bestätigt. Und ab die Post. Das Problem ist, wenn einzelne davon sterben,
haben wir direkt das soziale Gefüge im Arsch. So, Grasland reicht. Weit müssen wir ein bisschen noch reinknallen. Wie geht's euch jetzt? Nicht viel besser. So, jetzt habt ihr gerade so genug Wald. Produkt wurde transportiert. Die Herrschaften können da auch gucken. Kuckuck, schön dich kennenzulernen, Dinosaurier. So, wir haben die geringe Kapazität. Straße und Gehege. Grünflächen zwischendurch braucht man nicht. Die sind eh überbewertet. Produkt unterwegs. Schon wieder angepisst, weil hier kein Grasland ist. Transportiere Produkt. So, jetzt hast du doch genug Weide, oder? Erstmal. Wir werden das natürlich reduzieren da unten. Ei, 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 die sind angepisst. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Ah, sehr schön, dann haben wir jetzt das Fossilien-Ding. Spaß, Einkaufen und Getränke. Wissen Sie, Sorna ist ein harter Brocken, doch die Unterhaltungsabteilung auf der Insel ist Feuer und Flamme für Sie. Dafür werden Sie auch belohnt. So wie es sein muss. Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier... Nein, keine Kampfsiege bitte. Was haben wir denn forschungstechnisch noch zu holen? Die medizinischen Behandlungen werden natürlich wichtig sein. Stromtechnisch gibt es jetzt auch ein Problem. Ein Traum wird wahr. Für das große Kraftwerk fehlt es am Platz. Energieprobleme führen zu schlimmen Dingen. Das wollen wir vermeiden. Also, wie wär's, wenn Sie einfach Ihre Gebäude mit dem nötigen Strom versorgen würden? Niemals! Na okay, ihr kriegt ein bisschen Strom. Gleich. Bestätige Produktzustellung. So, hat er sich erstmal schlafen gelegt, dann werden wir den auch erstmal abreißen. Das Umspannwerk brauchen wir noch.
Produkt zugestellt. Ja, das Gehege ist jetzt ziemlich klein, ne? Müssen wir einfach gucken. Also irgendwas Kleines werden wir da bestimmt reinkriegen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Mein Gott, braucht das lange, bis das Strom hat. So, und ihr solltet doch eigentlich jetzt vom sozialen Bestand her zufrieden sein. Guck mal, du bist auf 68%. Hörst vielleicht mal auf, den Zaun anzugreifen. Übernehme wieder Steuerung. Sehr schön, sozialisiert sich. Unser großes Umspannwerk ist fertig. 45%. Produkt wird transportiert. Dann können wir 2 verbesserte Leistung machen. Ah ne, an sich können wir 3 verbesserte Leistung machen. Und dann machen wir nochmal einen Ausfallschutz 3.0 drauf. Dann haben wir ungenutzter Strom 63 inzwischen. So, die Futterstation ist leer. Transport abgeschlossen. Dann bitte einmal so reingucken und wo sind jetzt die... Genau, und mit dem Beobachtungsposten. Und dann 2 Futterstationen setzen. Dann brauchen wir da oben Tor. Oh, der Park ist immer noch um 20% überfüllt. Krasser Scheiß. Ja, Weg nicht verbunden, kommt gleich. War es nicht zwischendurch so, dass es gestürmt hat? Ja, doch. Ich erinnere mich noch düster. Das geht nicht wegen der Anhöhe. Verbinden wir die beiden Sachen erstmal. Umspannwerk bitte. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum die Leute zurzeit gerne hier in den Park reinkommen. Jetzt guck nicht so doof am Zaun. Es geht ja nicht schlecht. Ob ich da oben die letzte Stegosaurier-Familie reinkriege? Lege weitere Aufgabe fest.
So, Bowlingbahn ist voll, Restaurant ist auch komplett überfüllt. Kleiderladen auch. Boah, keine Ahnung, warum die Leute hier auf der Insel so einkaufen. Und warum kann ich mit drei... Ach so. Die Betriebskosten sind so hoch, dass wir nichts einnehmen können dann. Mit so viel Personal. Nehmen Sie den Auftrag an. Das wäre gut für uns beide. Okay. Ach, wir können zurzeit keine Expeditionen führen, weil wir noch kein Expeditionszentrum haben. Tja, hier ist alles scheiße. Warum gibt es da jetzt eine Terrainbeschränkung? Hier ist so viel Platz. So. Bitte mehr Ertrag. Fossilienzentrum hatten wir gebaut, ja. Da können wir gerne auf Extraktionstempo gehen. Und wir sollen zum Tegama-Betten eine Expedition schicken. Oh mein Gott, so viele neue Gebiete. Da ist der Spinosaurus, den können wir gebrauchen. Tja, wenn man jetzt mal wüsste, wo dieses Becken ist. Bin ich doof? Ich seh's nicht. Dinosaurierpark. Lorina-Formation. Zing schieß mich tot. Makunda-Formation. Candela Rossas. La Colonia. Ach so, da. Und ja, wir haben massive Abzüge. Ach, wir hatten ja eine Sturmabwehrstation schon stehen, die kann weg da. Brauchen wir nicht. Kostet nur Strom. So, alles erstmal verbunden. Und ich weiß, wir haben die Dinosaurier eingeschläfert hinten und haben die nicht geholt. Ich arbeite dran. Komm her. Und er schießt den Dinosaurier. Er ist so ein netter Dinosaurier. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Zur Abholung des Produkts unterwegs.
Und wieder hoch und wieder runter. Produkt muss eingesammelt und wieder hoch und wieder runter. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Weil ich ein geiler Typ bin. Ein Sturm nähert sich. Produkt wird eingesammelt. So, der letzte wird gerade betäubt. Produkt wurde eingesammelt. Produkt in der Luft. Okay, die Sturm-Sicherheits-Schießmethode-Dinger werden erstmal reichen. Wir einen weiteren Freund haben für den Fleischfresser. Reagiere auf Reparaturanfrage. So, Sicherheitszentrum hat auch was abbekommen. Warum ist der denn schon wieder nicht ganz geborgen? Ach, weil er wieder in der Ecke stand, ne? Wenn er da oben Wasser trinkt, heißt es bestimmt, oh, hier gibt's gar kein Grasland für mich. So, und den hoch. Aufgabe erhalten. Ja, wir können gerade nicht mehr DNA extrahieren. So, wir sollten einen mittleren oder einen kleinen Pflanzenfresser suchen. Da sind übrigens die Stegosaurier, die müssen wir auch relativ schnell zusammensuchen. Scheiße, Krankheit. Das wird doch bestimmt irgendwas sein, was ich noch nicht heilen kann, oder? Produkttransport beendet. Salmonellenbakterien. Forschungsteam. Algenvergiftung, Tuberkulose. Da sind sie, die Salmonellen. 2 Minuten, bis wir das einsetzen können. Reduzieren wir noch ein bisschen die Forschungskosten. Ist ein Auftrag auf meinem Schreibtisch gelandet. Boah, gib mir doch jedes Mal so Scheißaufträge. Ich erforsche es direkt gegen alle Krankheiten, sonst gibt das nachher nur Probleme. So, da haben wir ein Tor drin, da auch. Ihr seid noch ein bisschen angepisst, weil zu wenig Wald hier ist. Das ändern wir jetzt. Upsala. Ja, das ist genau, was wir brauchen. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. Na? Transportiere Produkt. Die Gäste wollen die Stegosaurier sehen. So, es passt nämlich noch genau in dem Gebiet.
Salmonellen. Bakterium entdeckt. Verstanden. Oh mein Gott, die ich habe vergessen, hier Futter für die zu setzen, ne? Weil die ganzen Plastikbäume nicht fressen können. Es ist übrigens wirklich so. Deshalb gibt es auch hier die Bodenfutterstationen draußen. Mitten in der Wildnis, woran die sich ernähren, weil sonst würden die einfach sterben. Warum müssen die Hotels eigentlich so groß sein? Warum gibt es nicht irgendwas Palladium, wo man sagen kann, okay, hier ist die, ist ein Hotel, was man in den Boden reinbaut. Höhlenhotel. Erlebe das Leben aus der Sicht eines Dinosauriers. In einer Höhle. Naja, aber erstmal sind wir am Ende unserer Zeit. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht hier auf der Insel, die dann unser Glanzstück werden wird am Ende. Bis dahin jedenfalls, tschüle, euer Imperator. Produkttransport beendet.